Heute zeigen wir euch die unglaublichsten Funde aus dem Zweiten Weltkrieg. Sicher wurden auch bei euch in der Gegend schon öfter Blindgänger aus dieser Zeit bei Bauarbeiten ausgegraben. Die Funde in diesem Video sind aber weitaus spektakulärer. Mit dabei sind unter anderem ein lange verloren geglaubter Schatz, eine Maschine, die den Verlauf des Krieges maßgeblich beeinflusste, sowie ein kurioser Fund, der Archäologen verwunderte. Es wird also sehr interessant. Deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Dass in Kellern oder auf Dachböden ehemaliger Weltkriegssoldaten alte, versteckte Waffen gefunden werden, passiert immer wieder. Was bei einem 84-jährigen Rentner aus Kiel im Jahr 2015 allerdings im Keller gefunden wurde, toppte wirklich alles. Der Mann hatte dort nämlich nicht nur Pistolen, Sturmgewehre und über 1000 Schuss Munition gebunkert, sondern unter anderem auch einen Torpedo und sogar eine komplette Flugabwehrkanone. Was die Ermittler, die den Keller der Villa des alten Mannes durchsuchten, aber kaum fassen konnten, war, dass der Rentner dort tatsächlich auch einen 40 Tonnen schweren Weltkriegspanzer des Typs Panther aufbewahrte. Der riesige Kampfpanzer wurde von der Polizei und der Bundeswehr in einem aufwendigen 9-stündigen Einsatz geborgen und der Mann musste letztlich 250.000 Euro Strafe für das unerlaubte Horten von Kriegsgeräten zahlen. Außerdem verurteilte ihn das Gericht zu einem Jahr und 2 Monaten Gefängnis auf Bewährung. Ein sehr kurioser Fund. Weitaus trauriger als der Panzer im Keller ist der Fund, den wir euch nun präsentieren. Im Jahr 2008, also 63 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, stießen Wanderer im dichten Dschungel von Papua-Neuguinea nämlich auf etwas absolut Unglaubliches. Und zwar entdeckten sie beim Blick in die Baumwipfel einen Piloten, der dort in einer Höhe von 12 Metern baumelte. Das moosbedeckte Skelett trug eine Schutzbrille und einen Gurt und hatte sich vermutlich mit den Schnüren seines Fallschirms in der Baumkrone verheddert. Obwohl der Pfad, an dem der Baum stand, beliebt bei Wanderern ist, war der Pilot aufgrund des dichten Dschungels jahrzehntelang unentdeckt geblieben. Da in dieser Gegend im Krieg sowohl australische als auch japanische und amerikanische Flugzeuge unterwegs waren und es hier auch zu großen Verlusten kam, konnte die Identität und Nationalität des Piloten leider nicht mehr ermittelt werden. Von dem Piloten, der so lange einsam an einem Baum im Dschungel Papua-Neuguineas hing, kommen wir nun zu einem spektakulären Fund, der seit dem Zweiten Weltkrieg auf dem Grund der Ostsee ruhte. Genauer gesagt bei Schleimünde vor Schleswig-Holstein. Im Januar letzten Jahres wurde dort nämlich ein Taucher losgeschickt, der eigentlich eine abgefallene Schiffsschraube vom Meeresboden bergen sollte. Statt der Schiffsschraube entdeckte der Taucher jedoch eine geheimnisvolle Kiste aus Metall und dann noch eine. Und dann noch eine, bis er schließlich insgesamt 6 der Objekte aus dem Schlamm gezogen hatte. Bei allen handelte es sich um sogenannte Enigmas, also um die legendären Verschlüsselungsmaschinen der Nazis, die lange als unknackbar galten. Im Zweiten Weltkrieg, als es noch keine Computer gab, wurden diese Maschinen von den Deutschen eingesetzt, um geheime Botschaften zu verschlüsseln und somit für den Feind unlesbar zu machen. Wäre es den Alliierten nicht schließlich doch gelungen, die Verschlüsselung zu knacken und so die Funksprüche der Nazis mitzuhören, hätte der Krieg laut Historikern vermutlich 2 bis 4 Jahre länger gedauert und unzählige weitere Menschenleben gefordert. Archäologen versuchen nun, einige der Enigmas zu restaurieren, damit sie ausgestellt werden können. Die mehrere tausend Euro teure Schiffsschraube, die der Taucher in der Ostsee eigentlich suchte, ist übrigens bisher nicht wieder aufgetaucht. Vom Grund der Ostsee begeben wir uns nun nach München, genauer gesagt in den Stadtteil Schwabing. Hier wurde im Jahr 2012 in einer Wohnung, nämlich ebenfalls durch einen Zufall, ein unglaublicher Fund aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Doch der Reihe nach. 2 Jahre zuvor wurde ein alter Mann im Zug von Zürich nach München vom Zoll kontrolliert. Die Zollbeamten fanden bei ihm 9000 Euro in bar und das, obwohl er vorher angab, kein Geld dabei zu haben. Es stellte sich heraus, dass der Mann Cornelius Gurlitt, der Sohn des zur Zeit des Nationalsozialismus erfolgreichen Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt war. Da dies natürlich verdächtig war, wurde anschließend die Wohnung des Mannes durchsucht. Was man hier fand, war dann mehr als unglaublich. In der Wohnung
lagerten nämlich 1280 Kunstwerke, die teils seit 1945 als verschollen galten und mitunter sogar Kunsthistorikern unbekannt waren. Anschließend wurde die gesamte Sammlung beschlagnahmt und eine Arbeitsgruppe untersuchte in mühevoller Recherchearbeit, ob die Gemälde damals von den Nazis geraubt wurden oder ob der Vater Gurlitz diese im Dritten Reich rechtmäßig erworben hatte. Nachdem Cornelius Gurlitz 2014 verstarb, erbte das Kunstmuseum Bern die Gemälde, die unter anderem von bekannten Malern wie Max Liebermann, Henri Matisse oder Pablo Picasso stammten und einen Gesamtwert von etwa 50 Millionen Euro hatten. Seitdem können die Kunstwerke erstmals seit Jahrzehnten und teils das erste Mal überhaupt von der Öffentlichkeit angeschaut werden. Apropos anschauen, wenn ihr auch unsere zukünftigen Videos anschauen wollt, lasst doch mal ein Abo da. Kostet auch nicht 50 Millionen, sondern nichts. Der nächste unglaubliche Fund ist im Gegensatz zur Kunstsammlung zwar nur 3,5 Millionen Euro wert, aber dafür ein gutes Beispiel für den Größenwahn der Nationalsozialisten. Es handelt sich dabei nämlich um einen riesigen Bronzeadler mit Eichenlaubkranz und Hakenkreuz, der einst am Heck des deutschen Kriegsschiffes Admiral Graf Spee angebracht war. Die 2,8 Meter hohe und 350 Kilogramm schwere Skulptur ging im Jahr 1939 mit dem Schiff unter, als dieses während einer Schlacht in der Mündung des Rio de la Plata vor Uruguay versank. Zwar wurde der Reichsadler, der sich in einem bemerkenswert guten Zustand befindet, schon im Jahr 2006 gefunden und geborgen, anschließend stritten die Regierungen von Uruguay und Deutschland aber jahrelang erbittert vor Gericht um die Skulptur. Während die Bundesregierung den Fund nämlich in einem Museum ausstellen wollte und befürchtete, dass ein Verkauf an Sammler zur Verherrlichung der NS-Herrschaft beitragen könnte, wollte Uruguay das Nazi-Relikt zu Geld machen. Letztendlich entschied ein Gericht, dass der Adler tatsächlich verkauft werden sollte. Die Hälfte des Gewinns sollte der Finder bekommen und die andere Hälfte Uruguay, damit sie den Erlös in das Bildungswesen des Landes investieren können. Findet ihr das fair? Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie eurer Meinung nach allgemein mit Funden aus dem Zweiten Weltkrieg umgegangen werden sollte. Gehören diese in Museen oder sollten sie verkauft werden dürfen? Bei unserem nächsten Fund dürfte sich niemand um Geld gestritten haben. Dennoch ist er nicht weniger spektakulär. Im letzten Jahr fanden Archäologen im Keller eines bei einem Bombenangriff im Jahr 1942 zerstörten Hauses in Lübeck nämlich tatsächlich eine fast unbeschädigte Torte. Genauer gesagt eine Nusstorte mit Krokantummantelung, Glasur und Spritzdekor. 79 Jahre nach dem Angriff ist die Torte zwar von außen durch Ruß geschwärzt, aber ansonsten in einem guten Zustand. Dies macht sie zum einzig erhaltenen Feingebäckstück aus dieser Zeit. Die Lübecker Archäologen, die die Torte entdeckt haben, vermuten, dass die Nusstorte für eine Feier am Palmsonntag 1942 gedacht war. An diesem Tag fanden damals nämlich traditionell Konfirmationen statt und neben der Torte wurden außerdem ein Kaffeeservice und Schellackplatten mit Musik gefunden. Vermutlich ist die Küche an diesem Tag aufgrund des Luftangriffs zusammengestürzt und der herabfallende Schutt konservierte die Torte so für die Nachwelt. Gefeiert wurde an diesem Tag sicherlich nicht mehr und somit ist die Torte auch ein Zeugnis davon, wie schnell Krieg jegliche Normalität beenden kann. Der letzte Fund in diesem Video wurde nicht von Archäologen oder Schatzsuchern gemacht, sondern tatsächlich von einem YouTuber und das auch noch über Google Earth. Der YouTuber Mr. MBB333 entdeckte im letzten Jahr vor der Küste der Antarktis mitten im Eis nämlich ein riesiges Schiff, was dort eingeschlossen zu sein schien. Aufgrund seiner Form wird vermutet, dass es sich hierbei um ein etwa 120 Meter langes Eisschiff der Nazis handeln könnte. Dies unterstützt natürlich die bekannte Verschwörungstheorie, nach der die Nazis damals eine geheime Station in der Antarktis hatten. Nachdem der YouTuber ein Video über seinen Fund veröffentlicht hatte, vermuteten jedoch andere User auch, dass es sich um ein altes Kreuzfahrtschiff handeln könnte. Wieder andere gehen davon aus, dass es sich lediglich um einen großen Eisblock handelt, der nur zufällig die Form eines Schiffes hat. Wenn ihr dieses Video über die unglaublichsten Funde aus dem Zweiten Weltkrieg interessant fandet, schaut euch unbedingt auch unser Video über 10 strenge Regeln, die man im Dritten Reich befolgen musste, an. Und damit ciao und bis zum nächsten Mal, hier bei Wissenswert.